Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Auslage zur Monatsmitte. Ja, diesmal machen wir keinen Podcast, sondern wir legen hier live aus, oder beziehungsweise ich lege hier live für euch aus und wir schauen einfach mal, was die Karten uns hier so gerade zeigen wollen. Ja, etwas aufbauend, tröstendes, informatives. Die verwendeten Karten findest du wie immer unter dem Video in der Infobox, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Und ich ziehe jetzt hier aus diesem Erzengel-Tarot, misch noch ein bisschen, mal drei Karten als Überschrift. Ich schiebe die anderen hier mal beiseite. Wir gucken hier einfach mal rein, was hier so gerade ansteht. So. Ja. Also hier haben wir einmal die 6 der Kelche. Und bei den 6 der Kelchen geht es ja um die Erinnerungen. Ne? Man sieht ja, wie die Dame hier oder das Mädchen hier auf diese Feder guckt und diese vollen Kelche hier um sie herum mit Blumen, Blumen der Erinnerungen. Ja? Also, und es geht momentan darum, sich wieder an etwas zu erinnern. Etwas zu erinnern, was vielleicht wichtig für dich ist im Leben, was für dich Wert hat im Leben, etwas, wo du vielleicht vernachlässigt hast. Diese Karte steht ja auch für das innere Kind oder Kindheitserinnerungen, Dinge, die in der Kindheit geschehen sind, gute wie schlechte. Ne? Und hier haben wir noch die Nostalgie dabei. Also es scheint etwas von Wert zu sein aus der Vergangenheit, was du vielleicht entweder nicht wertgeschätzt hast oder dessen Wert du jetzt erst nach und nach erkennst. Und manchmal können es auch Werte sein, die wir daraus ziehen, wo wir sagen, das war doch eigentlich was Schlechtes, was uns da passiert ist. Und jetzt kann etwas Schlechtes sich zu etwas Besonderem oder anderem verwandeln. Denn alle gemachten Erfahrungen und Eindrücke, das ist hier ein Eindruck, man sieht es auch, das ist wie ein Druck in die Matrix. Ne? Jeder dieser Eindrücke ist wie ein Fußabdruck, wie eine markante Stelle, die uns prägt in unserem Sein. Also das heißt, das Leben schleift uns hier auch auf eine gewisse Art, dass wir alle Diamanten werden. Wir sind Rohdiamanten. In uns ist dieser Diamant und das Leben schleift uns, dass dieser Diamant herauskommt. Und die Frage ist immer, verzweifeln wir an Dingen, die geschehen sind oder schlechte Dinge? Also ich mag es jetzt mal auf schlechte Dinge münzen. Oder wachsen wir daraus? Ziehen Stärke daraus? Ziehen Mut daraus? Ziehen Erkenntnis daraus und verwandeln es zu etwas anderem, Neuen, Großen. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, dann sehen wir, dass wir, wenn wir diesen Schicksalsschlag oder wenn wir diese Erfahrung oder diese Prägung nicht bekommen hätten, hätten wir nicht zu den Menschen werden können, der wir heute sind. Die Frage ist immer nur an dieser Weggabelung, welchen Weg ergreifst du? Na? Weil das heißt, auch wenn die Wissenschaft als sagt, okay, Kinder, die geschlagen wurden, schlagen dann auch ihre Kinder, das ist Blödsinn. Es gibt genug, die sagen, nein, ich will nicht, dass das meinem Kind widerfährt. Ich möchte meinem Kind ein Vorbild sein, ein gutes Elternteil sein. Wir haben an so vielen Stellen im Leben die Wahl. Und es gibt immer Menschen, Vorbilder, die anderen zeigen, wie man mutig sein kann, auch aus etwas an sich Schlechtem etwas ganz Besonderes zu machen. Und das ist hier so die Message. In uns schlummert dieser besondere Abdruck. Er ist leicht wie eine Feder,
Er ist besonders. Und das nach außen zu bringen, das ist hier gerade der Aufruf. Und so eine Feder steht für was nicht Greifbares, ne? Du kannst es vielleicht auch manchmal gar nicht begreifen, aber es ist da und es ist für dich möglich. Also die geistige Welt sagt mir hier, mache das Unmögliche möglich. Die Kraft wurde dir, Feder steht auch fürs Herz, das aufgebogen wird, wurde dir in dein Herz gelegt. Glaube nicht, also lass dich nicht von dem, was die Welt sagt, beeinflussen. Also glaube nicht, dass du schwach bist oder klein bist oder alles, was andere dir einreden. Ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du Stärke in dir hast und dass du alles, was als Paket für dein Leben hier mit dir ist, auch die Lösung in dem Paket ist. Du wirst nicht allein gelassen. Und die Feder steht natürlich auch hier für die Engel, für die geistige Welt, für die Helfer, für die Boten Gottes, die uns unterstützen, die uns tragen durch diese Zeit. Also es gibt Menschen, die ganz Schlimmes erfahren und sagen, ich habe das Gefühl, ich wurde von Händen getragen durch diese Zeit. Ich hätte das sonst nicht geschafft oder überlebt. Und solche Wunder kannst du auch erfahren. Also mache die Augen auf für Wunder. In der Bibel heißt es, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Damit ist auch gemeint, Kinder sind so leicht und da ist ja auch dieses Kindliche drin, dieses innere Kind. Dieses, ich glaube, ich staune, ich erfahre, ich mache nicht zu und sage, das ist alles unmöglich und das gibt's nicht. Und wie halt Erwachsene so sind, geprägt von ihren ganzen Lasten und Erfahrungen. Aber wenn wir wieder dieses Kindliche in uns erwecken, wo andere sagen, Mensch, die spinnt jetzt, ne? Jetzt kauft sie sich einen Teddybär und kuschelt mit dem, spinnt die jetzt. Also da ist was Kindliches drin, was Liebliches. Und wenn wir diese Türe aufmachen, dann öffnen wir die Türe in unserem Herzen und können damit eine ganz andere Quelle anzapfen, nämlich eine himmlische, göttliche Quelle. Der Blick ist auch nach oben gerichtet und nicht die weltliche Quelle, die uns verzagen lässt in all den Erfahrungen. Oder manche verlieren sich auch in alte Erinnerungen und können gar nicht mehr raus aus einer Vergangenheit und leben in der Vergangenheit. Aber wir sollen im Hier und Jetzt leben. Also auch nicht in der Zukunft leben, sondern in der Präsenz des Jetztseins leben. Das ist hier auch eine Message. Dann haben wir hier die zwei der Erde. Ach, die Karten sind so toll. Findet ihr nicht auch? Die sind so schön. Die zwei der Erde ist ja zwei der Münzen. Das ist ja dieser Jongleur. Und so wie wir das Leben dann auch jonglieren, wie wir das Leben meistern. Und das ist so, so, so schön dargestellt. Also dieses Jonglieren zeigt sich ja hier, sie geht auf diesem schmalen Pfad. Aber wenn sie sich nicht trauen würde, würde sie es nicht erfahren. Also da ist auch wieder Mut drin. Und also mir kommt hier rein, Übung macht den Meister. Also man wird hier in manchen Dingen vielleicht jonglieren müssen, die richtige Balance finden, den richtigen Weg finden müssen. Und manchmal geht man auch einen Irrweg. Und dann fragt man sich, habe ich das jetzt wirklich machen müssen? Hätte es denn nicht direkt der direkte Weg sein können? Ihr glaubt nicht, wie oft ich mich das schon gefragt habe. Mensch, warum muss ich fünf Ecken fünfmal laufen? Es wäre doch der direkte Weg gegangen. Wisst ihr, ich bin Widder, der will immer direkt voraus und so. Als Kind war das ganz schlimm. Bin oft mit dem Kopf vorangestoßen, immer mit dem Kopf voraus. Irgendwie so bumm, wo dagegen. Ich glaube, jetzt im gesetzteren Alter kommt mir der Wassermann zum Tragen, aber der ist auch manchmal chaotisch, aber irgendwie nicht so kopfmäßig wie der Witter immer bumm wo dran. Nein, aber man macht dann Erfahrungen und man hat manchmal halt die Geduld nicht und denkt, warum um fünf Ecken gehen, ne? Aber das meistert, also das zeigt, dass wir
hier diese Meisterschaft machen. Also sie ist mutig und sie traut sich hier zu balancieren. Manchmal sagen manche, hey, das, was du machst, ist absolut dumm, das ist leichtsinnig. Aber da lässt du dich dann auch wieder von anderen zu stark beeinflussen. Also es wichtig ist, dass wir auch momentan in dieser Zeit, jetzt fürs Kollektiv gesprochen, unsere eigene Balance finden müssen. Schau, was für dich die richtige Balance ist und lass dich nicht so sehr von der Welt leiten, weil die Welt versucht uns oft in etwas gefangen zu halten, wo wir nicht diese, sage ich mal, himmlische Qualität, die in uns allen steckt, verwirklichen können. Und wir schauen dann immer auf andere Menschen, die vielleicht irgendetwas Wunderbares vollbracht haben und denken, wow, was haben die und ich nicht? Aber das ist falsch. Wir sollen auf uns selbst schauen. Wir können uns schon Impulse holen von Menschen, die Dinge gut machen, also hoffentlich gute Vorbilder sind, also Inspiration holen, aber ja, geh nicht so von dir weg, von deinem eigenen Inneren, sondern wir sollen hier auf unsere eigenen Qualitäten schauen und dann wird sich auch eine Präzision, eine Verwirklichungsmöglichkeit herausstellen. Und wir sollen es mit Leichtigkeit und spielerisch angehen, ist hier die Botschaft. Und da ist auch wieder was sehr Kindliches drin, wie schon in der 6 der Kelche. Also Wasser und Erde sagt hier dieses Kindliche, dieses Spielerische, dieses Ausprobieren wollen, nicht so schnell verzagen, nicht so schnell aufgeben. Und wir sollen diese Leichtigkeit reinbringen. Anscheinend besonders jetzt in dieser Zeit, die wir gerade haben. Und dann schauen wir hier noch auf 3 der Kelche. Und die zeigt uns, wir sollen Gemeinschaft einnehmen. Gemeinschaft mit anderen Menschen. Vielleicht auch mal was feiern, genießen, Freundschaften knüpfen, uns austauschen. Und das in einer Leichtigkeit. Wisst ihr, ich sehe in Social Media, wie schnell Menschen sich beschimpfen, gegeneinander gehen. Da zerbrechen Freundschaften. Wisst ihr, ach, ich soll das gar nicht erwähnen. Wenn man so ein bisschen Fernsehen als guckt, ich gucke selten Fernsehen, aber ab und zu gucke ich auch mal irgend so ein Trash-Format oder sowas. Und dann denke ich mir, ach, jetzt haben sie da untereinander einen Streit vom Zaun gebrochen. So ein Blödsinn. Ich meine, manches dient auch zur Vermarktung, aber es gibt auch Dinge, wo wirklich sich dann Menschen, die sich scheinbar gut verstanden haben, und das haben wir ja auch hier in unserem Umfeld, und dann plötzlich wegen irgendeinem Käse nicht miteinander reden, nicht miteinander quatschen, das versuchen zu bereinigen. Besonders auch in der spirituellen Szene, ne, wo man sagt, hey, wir sollen mit dem Herzen agieren und so weiter. Dann wird ihr gesagt, ach, ich gehe weiter, lass mein Ding machen und so. Aber das ist nicht dieses, was die geistige Welt unter Nächstenliebe auch versteht. Dass wir wirklich in Kommunikation gehen. Und dazu geht es nicht, andere von unseren Meinungen zu überzeugen, sondern im positiven Miteinander sein und Verständnis und Toleranz für den anderen aufbringen und nicht gucken, hey, wie kann ich jetzt den in die Pfanne hauen, der hat irgendwas gesagt oder gemacht, wo mir nicht gut tut. Also manchmal will man gar nicht in Social Media mehr lesen, weil man dann denkt, es ist echt nur Käse. Um was es da geht, wir haben doch ernstere Themen, ernstere Anliegen in dieser Welt und wir sollen hier Gemeinschaft pflegen. Und das Zelebrieren, Verständnis aufbringen und ja, diese überfließende Liebe in unseren Herzen herauslassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass hier Brücken gebaut werden, das Wort kommt mir hier rein. Baut Brücken zueinander, baut Brücken über eure Herzen, kommuniziert, verknüpft euch. Und da ist nichts Materielles drin. Ihr seht, hier ist keine Münzkarte, doch hier mit 2 der Münzen, aber das ist hier gar nicht so im Vordergrund, dieses Materielle. Da geht es wirklich hier mit den Wasserkarten, mit den Kelchen um die Emotionen. Und das ist so wichtig, das ist der tatsächliche Wert in dieser Welt. Nicht
wer ein Auto hat, ein Haus hat, wie dick dein Bankkonto ist, das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist in der geistigen Welt, wenn du mal tot bist, überhaupt nicht mehr wichtig, sondern es ist wichtig, welche geistigen Werte haben wir geschaffen. Wie sind wir mit unseren Mitmenschen umgegangen? Wie haben wir über sie gedacht? Wie haben wir über sie kommuniziert? Haben wir sie verlacht, diskriminiert oder haben wir versucht, ja, manchmal ist es ein Versuch, weil wir es nicht besser können, aber hat man wenigstens versucht, gut miteinander umzugehen. Und solche Dinge kommen hier gerade rein. Also es scheint gerade eine wichtige Phase zu sein. Wir sehen es ja auch in der Welt, was passiert, wo die Menschen, also die Machthaber, sage ich mal, nicht unbedingt so konstruktiv miteinander reden, wo jeder nur guckt, wie kann ich meine Sachen in Sicherheit bringen. Aber das ist nichts Bleibendes. Wir sind alle Menschen und irgendwann gehen wir alle den Weg in die geistige Welt und dann werden wir das anders bewerten. Und dazu ruft uns hier dieses Bild auf. Ich ziehe uns jetzt mal noch eine Einhornkarte. Ich habe vor, zwei zu ziehen, aber ich möchte jetzt erstmal nur eine betrachten. Und hier haben wir Aufstiegslift. Sei bereit für schnelles spirituelles Wachstum. Sei bereit für Chancen. Wow, also es ist hier ein kollektives Wachstum wird hier angekündigt. Ich muss immer wieder auf diese Karte hier schauen, wo sie diese Feder betrachtet, dieses geistige Betrachten, dieses nach oben schauen. Beschäftige dich mit den positiven Dingen, die deinen Geist im positiven Sinne nähren und mit den Geistern von oben und nicht von unten. Und von unten ist das Weltliche. Oder sage ich jetzt mal aus tieferen Regionen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Also beschäftige dich mit den guten Dingen. Beschäftige dich mit dem, was wirklich Wert hat, was Sinn hat. Ne? Und das bringt dich geistig weiter und es wirkt wie ein Lift ab. Also es zieht dich nach oben und da kriegst du Einsichten in Dinge, die anderen noch verborgen bleiben, wo andere noch nicht wahrnehmen, oder sehen können. Dann ziehen wir noch eine zweite Karte hier von diesen Süßen. Sei ein Leuchtfeuer. Ja, also ist mega. Wir haben hier so dieses Luftige wieder, was mich hier erinnert mit der Feder und das Leuchtfeuer. Das erinnert mich jetzt hier so ein bisschen. Diese Herzen, die brennen, wenn man miteinander ist, wenn man miteinander gute Dinge erschafft, dann entsteht so eine Dynamik, so eine positive Energie, die alle mitträgt. Und hier sehen wir ja auch Gemeinschaft auf dem Bild. Wir sehen Gemeinschaft. Hier ist ein Rollstuhlfahrer abgebildet und hier Kinder und hier erwachsene Menschen, hier vielleicht, ich weiß nicht, ein höheres Wesen. Also wir sollen Vorbilder sein für andere. Sei ein Leuchtfeuer. Mit Leuchtfeuer, hier ist auch eine Taube drauf. Seht ihr das? Ich hoffe, ich bin hier richtig vor der Kamera. Hier ist eine Taube drauf. Und die haben ja hier schon dieses Federsymbol, was auch für Taube gedeutet wird. Und Taube ist immer der Heilige Geist. Also das ist die Geister von oben, die wir nähren. Und der Heilige Geist wird ja auch oft mit so einem Feuerbrennen beschrieben. Also das ist der Geist Gottes, der uns nährt, der unser Herz zum Glühen bringt, der uns in Liebe überströmen lässt. Manche haben dieses Glücksgefühl vielleicht schon erlebt. Vielleicht kennst du das, wenn du Mutter geworden bist. Manche berichten auch von so einem Freudenfeuer, was durch sie rieselt. So unbeschreibliches Glücksgefühl. Das Herz, das brennt von Liebe über. Und diese überströmende Liebe, wenn das Herz so in Flammen steht, im positiven Sinne, das ist damit gemeint. Und dann haben wir Antrieb, andere Menschen zu inspirieren, in Gemeinschaft zu nehmen, gute Dinge zu tun für andere, gute Projekte zu starten. Dann gehen wir auch raus aus unserer persönlichen Blase des Jammerns und des Leidens und zu sagen, boah, das Leben ist kacke und entschuldigt das Wort oder hat mich da oder da im Stich gelassen. Dann richten wir unseren Blick nicht nur auf das, was so nicht funktioniert,
sondern auf das, was wir schaffen können. Und wir sollen hier in eine Art Gemeinschaft gehen. Also, dass hier gerade mehrere Personen abgebildet sind, zeigt das. Sei eine Inspiration, leuchte anderen den Weg. Also ich würde eher sagen, leuchten wir uns gegenseitig den Weg. Weil jeder von uns ist ein Licht, wir haben das göttliche Licht in uns. Und wenn jeder für den anderen so eine Art Taschenlampe wird, als Wegweiser, hey, was glaubt ihr, was wir dann für ein mega, mega Licht hier auf der Erde haben, was wir für eine mega Inspiration dann werden füreinander und was wir dann alles schaffen können, auch als menschliches Kollektiv, was wir hier alles vollbringen können an Wundern. Und ich habe wirklich schon den Eindruck, als ich die erste Karte gezogen habe, jetzt ist Zeit für Wunder. Nehmt Wunder in diesem Leben an, ladet Wunder in euer Leben ein und ihr werdet sehen, es passieren wundervolle Dinge. Und lasst uns diese Wunder gemeinsam teilen, andere inspirieren, uns gegenseitig anzünden von diesen Wundern. Und lasst uns auch, das mag ich hier hinzuziehen, lasst uns auch Wunder vollbringen für die Tiere. Hier sind nämlich Tiere drauf und das sind auch göttliche Geschöpfe und sie gehören auch zu dieser Schöpfung und sie sind auch beseelt. Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht da, aber ich habe sie mal vor längerem geteilt. Es gibt eine Bibelstelle, die wunderbar sagt, dass wir das aus dem Gleichen gemacht sind und dass in uns das Gleiche ist und dass wir die Tiere in das gleiche Reich eingehen, also dass sie auch in die geistige Welt eingehen wie wir. Und ich habe das ja gesehen, als vor Jahren mein Kater abgeholt wurde, in einem Traum, wo ein geistiges Wesen da war und ihn mitgenommen hat. Und das war alles so freundlich und wunderschön. Ich durfte mich nochmal verabschieden, er lag in meinen Armen. Und also, dass wir sehen, das sind auch diese Geschöpfe Gottes und sie sind auch beseelt, das Tierreich, das Pflanzenreich. Und dass wir hier wirklich Gemeinschaft haben miteinander und eine neue Welt erschaffen. Und das ist anscheinend gerade ein wichtiges Anliegen der geistigen Welt, dass wir hier so eine mega, mega Message hier kriegen. Das ist echt, ja, der Wahnsinn. Ich muss gerade mal ein bisschen gucken, weil meine Kamera so hoch hängt, ob da alles drauf ist, aber ich denke schon. Okay, ich finde die Karten so toll. Ich ziehe uns jetzt noch eine abschließende Karte. Dann haben wir hier auch drei von diesen Magie der Einhörnern von Diana Cooper. Ich habe mir nach längerer Zeit mal endlich wieder ein paar neue Decks angeschafft. Ich habe ja früher so viele gesammelt, aber jetzt durften mal wieder ein paar einziehen. Und schaut euch das an. Löse Beziehungen auf. Lass jetzt los. Vergebung bedeutet Freiheit. Bingo. Also das ist so, wir hören das ja so oft. Vergebt einander. Ich meine, es steht schon in der Bibel, vergebt einander. Aber wir hören das ja so oft auch aus der spirituellen Szene. Und es liegt ja oft drin, du musst vergeben. Und Vergebung ist der Schlüssel. Und dann hören manche, ich kann das schon nicht mehr hören und ich kann dem nicht vergeben. Und das war alles so schrecklich. Ja, dann sind wir wieder in dieser Vergangenheit, wo wir alles aufwühlen und kommen aus dieser Spirale nicht raus. Im Gegenteil, wir schlingen uns noch immer tiefer in diesen Sumpf rein und irgendwann wissen wir schon gar nicht mehr, warum oder wieso oder weshalb, aber wir sind so tief in dem Sumpf, dass wir nicht mehr klar sehen. Und dann sind wir auch angreifbar für die weltlichen Geister. Dann sind wir angreifbar, weil dann sind wir in der Angst. Und der Bibel heißt es, ich habe euch nicht gegeben den Geist der Furcht. Aber das passiert in der Welt gerade. Die Menschen fürchten sich. Und das sind Geister von unten, aus dem weltlichen und nicht aus der himmlischen, göttlichen Sphäre. Die uns eben nicht Angst machen, sondern Trost geben, Hoffnung spenden, weiterbringen, Erleuchtung bringen. Die ist ein Aufstiegslift. Ja? Manche reden ja von Entrückung, Erweckung, was auch immer. Das ist, andere reden Aufstieg in die fünfte Dimension. Meinen alle das Gleiche. Höher im Geist wachsen, zum Göttlichen hin und nicht zum Weltlichen. Und wenn wir nur auf das Weltliche schauen und wo mache ich 5 Mark mehr und wie kann ich den behumsen, ey, dann sind wir so weit weg von diesem Aufstiegslift. Und ich rede da für uns alle, weil wir alle in dieser Matrix drin sind und immer mal wieder kommt es auf, dass man eher nach sich selber guckt als nach anderen. Und dann heißt es, ja, das ist ja menschlich. Ja, es ist menschlich, es ist irdisch. Wir sollen uns auch dafür nicht gegenseitig verurteilen, sondern uns gegenseitig vergeben. Und wenn wir uns gegenseitig vergeben
Und wenn wir uns gegenseitig diese Hoffnung spenden, dann zünden wir uns gegenseitig mit diesem himmlischen Feuer an. Und dann haben wir eine Macht auf unserer Seite, die nichts bremsen kann. Und dann werden sich Türen, schaut mal hier im Hintergrund, die Bilder sind mega, dann werden sich Türen öffnen, an die wir nicht glauben, dass das möglich ist. Und ich habe sehr jetzt ins Kollektiv reingesprochen, aber ich mag auch für jeden Einzelnen hier sprechen. Du bist ein Wunder und du hast diese Möglichkeit an deiner Seite, dein Leben zu etwas Wunderbarem zu machen. Nicht, was andere als perfekt ansehen, sondern dass du zufrieden bist und dass du ein Vorbild für andere bist. Denn jeder von uns hat diese Aufgabe, Vorbild füreinander zu sein. Lasst uns nicht nur auf bestimmte Menschen schauen, lasst uns alle aufeinander schauen, uns gegenseitig stützen und tragen. Dann können wir auch vergeben und loslassen. Und dann können wir in dieses Gefühl der Freiheit kommen, dass wir nicht gebunden sind an diese Welt, dass wir nicht gefangen sind in der Angst, die man uns ständig eintrichtert, dass wir nicht in diesem Sumpf bleiben müssen. Also wir sollen die Geister unterscheiden. Kommen sie von oben oder kommen sie von unten? Wollen sie uns in Angst halten? Wollen sie uns in Not halten? Oder lassen wir uns hochziehen? Lassen wir uns hochziehen in diesen Aufstiegslift. Und löse Beziehung auf heißt jetzt nicht, ja, ich stoße Menschen aus meinem Leben und interessiert mich nicht, nach mir die Sintflut. Der war ein Depp oder nicht, ne, wie man also redet oder die. Sondern da geht es wirklich um eine tiefgreifende Auflösung im Herzen, wo du vielleicht angegriffen wurdest, wo du ja, mit haderst oder etwas. Das sind diese destruktiven Schnüre. Also es gibt ja geistige, spirituelle Menschen, die auch diese Schnüre sehen können, die wie Kabel aus den Menschen rauskommen, die miteinander verworren sind, die uns verkleben, die uns verstopfen. Und wenn du diese, das, ich nenne es jetzt mal so Schlammschnüre, die können auch ganz anders aussehen wie Kabelbinder oder sonst was. Also wenn man so geistig arbeitet, sieht man diese Bilder auch vom inneren Auge. Manche sehen sie auch tatsächlich, diese Schnüre. Und dass diese Schnüre, wenn man die kappt, dann können wieder gesunde Schnüre entstehen, lichtvolle Schnüre. Schnüre, die von oben getragen werden. Ich hatte mal vor Jahren, ich mag euch die Geschichte hier mal kurz erzählen, ich hoffe, es langweilt euch nicht. Ich war früher so eitel, gell? Ich musste ständig da ins Nagelstudio meine Nägel machen lassen. Jetzt nicht so krallen, aber halt ein bisschen so ein French Maniküre und so, ne? War voll mein Ding. Und ich hatte da, also ich bin immer wieder auf Menschen gestoßen, die, ich habe mir die aus gelbe Seiten gesucht und trotzdem waren die Menschen spirituell arbeitend unterwegs. Und diese Frau, die hat an Engel geglaubt, sie hatte auch wunderschön gemalte Engelbilder in ihrem Studio. Und wir haben so, irgendwann habe ich sie auf diese Bilder angesprochen und dann kamen wir in ein nettes Gespräch. Ich habe gesagt, ja, ich glaube auch an Engel und so weiter. Und wir haben ein bisschen Geschichten getauscht. Und dann erzählt sie mir von ihrem kleinen Enkel. Der war da so, ich weiß nicht, hat sie mir gesagt, irgendwas zwischen 3 und 5 oder so. Und sie waren in Stuttgart anscheinend an irgendeinem Platz, wo man Blick auf diesen Hubschrauberlandeplatz des Krankenhauses hatte. Und sie schauten da so rüber, da kam gerade ein Rettungshubschrauber und die haben da, ich weiß es jetzt nicht mehr, den Mann mitgenommen oder gebracht, ist ja auch nicht so wichtig. Und auf einmal sagt dieser kleine Junge, und das ist auch wieder das Beispiel, die Kinder sind noch im Herzen offen für das Göttliche, die können sehen. Und die Welt hält uns nicht in diesem Verstand hier auf der Erde und sagt uns, das gibt es nicht. Und dann sagt dieses Kind zu seiner Oma, guck mal, da kommt eine lange Schnur aus dem Popo des Menschen raus und die geht in den Himmel hinein. Kannst du das sehen? Die ist so hell, die ist so hell. Und ich glaube, sie hat noch erwähnt, er hätte gesagt, die sieht so silber aus, so ganz hell und so glitzerig. Und die Oma konnte es natürlich nicht sehen und sie wusste aber für sich, mein Kind hat eben diese Silberschnur gesehen.
wo praktisch der Körper mit dem Geistigen verbunden geht. Und vielleicht, wir wissen ja nicht, was mit diesem Menschen passiert ist, ob er am Sterben war oder ob er schon ein bisschen so Luft geschnuppert hat, sage ich mal, in der geistigen Welt, Nahtoderfahrung hatte. Das Kind konnte das sehen. Und das ist auch ein Beweis. Also, ich möchte ja in meinen Legungen das auch immer so ein bisschen mehr mit der Bibel verknüpfen. Und selbst in der Bibel wird die Silberschnur erwähnt. Das heißt es, wenn der silberne Faden oder die Schnur des Lebens reißt, so in etwa. Also dieser Faden, dass wir da verbunden sind und diese Schnüre, die werden beschrieben. Das ist keine Erfindung, die gibt es tatsächlich. Und manche können das auch spüren. Es gibt ja auch zum Beispiel diese wunderschöne Übung, wo man Schnüre durchtrennen kann mit diesem Zettel. Ach Gott, jetzt fällt mir nicht ein, wie sie heißt, diese Punkt-Punkt-Punkt-Methode. Also es gibt so eine Methode, wenn ich es finde, kann ich es euch mal erwähnen. Habe ich schon oft Leuten empfohlen, wo man so, ein Franzose hat das entwickelt, wo man so auf dem Blatt das aufzeichnet und dann die Schnüre durchtrennen kann. Da werden die Chakren verbunden. Da kann man wunderbar Auflösungsarbeit machen, geistige Auflösungsarbeit, Vergebungsarbeit. Also alles, was mit Vergebungsarbeit, Auflösungsarbeit, Negatives abtrennen, das ist hier gemeint und mit positiven, lichtvollen Anreichern. Und nicht nur auf uns Menschen bezogen, sondern auch auf die Tier- und Pflanzenwelt, dass wir alle miteinander verbunden sind und diese Welt zu einem besseren Ort machen. Na, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Nein, aber es war anscheinend wichtig, dass ich das hier jetzt so deute. Und ich hoffe, euch hat diese Inspiration zur Monatsmitte gefallen. Dieses Video ist im Übrigen zeitlos. Du kannst dir auch gerne ältere Videos angucken. Hoffnung für die Woche, das sind so ein bisschen so Podcasts mit Musik untermalt. Kann man immer wieder sich mal anhören zur Erbauung, zum Trösten, zum Aufbauen, zum Inspirieren. Also selbst ich höre mir die ab und zu mal an, weil sie sehr tröstlich sind. Ich habe es heute mal ohne Musik gemacht. Wenn ihr wieder mit Musik haben wollt, ich kann auch nächsten Monat mal wieder mit Musik das Ganze machen. Ja, schauen wir mal. Ist halt ein bisschen aufwendiger, das andere zu produzieren, weil man so viel schneiden muss. Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Februar. Wir hören uns ja die Tage schon wieder zur neuen Wochenbotschaft dann. Und ja, bis ganz bald, eure Dani. Tschüss.